Einen wunderschönen guten Morgen. Ich sehe gerade, ich bin noch nicht so kameratauglich. Ich glaube, ich werde mir jetzt mal eine Schneeerfrischungskur gönnen. Und dann mal Feuer machen. Dann verrate ich euch, wie die Nacht war. Hört ihr die Geräuschkulisse? Wunderschön. Meisen, Krähe, Specht und der Rehbock. Ich kann euch sagen, ich habe selten so tief und so lang geschlafen. Ich glaube, das war einfach das Gesamtpaket. Die kalte Luft, frische Luft, dann habe ich fast nichts gehört. Diese Mummenfunktion hat wirklich relativ gut abgedämmt. Also entweder es war gar kein Wild unterwegs oder ich habe es nicht gehört. Und ja, ich glaube, der Schlafsack und die Isomatte haben auch ihr Übriges getan. Ich habe sehr bequem gelegen. Und ich habe auch wirklich nicht gefroren. Ich habe mir in der Nacht sogar noch die Jacke ausgezogen, wohlgemerkt im Schlafsack. Ich hatte genügend Platz, um im Schlafsack meine Jacke auszuziehen. Die habe ich mir dann daneben gestopft. Und ich glaube einfach, wenn der Körper nicht ständig arbeiten muss, um die Betriebstemperatur aufrechtzuerhalten, dass man dann von Haus aus einfach auch ruhiger schläft. War auf jeden Fall gut. Ich bin erfrischt und jetzt geht's ans Feuer machen. Ich habe heute nichts zum Frühstücken dabei, aber ein warmer Tee wäre natürlich trotzdem nicht verkehrt. Und da oben wächst eine Tanne. Hier erkennt man daran, dass bei der Tanne ist es nicht so wie bei der Fichte, dass die Nadeln erst ganz oben in der Krone anfangen, sondern sie haben dazwischen immer wieder so kleine Astkränze rund um den Stamm. Und da werde ich jetzt schauen, dass ich rankomme, dass ich mir nochmal einen Tannennadeltee machen kann. Die Tanne, die ich erreichen wollte, war leider in der Schlucht. Das hat man von hier unten nicht gesehen. Aber ich bin anderweitig fündig geworden. Und hier habe ich gesehen, hier hinter mir, das nicht, das hier, da wächst ein Holunder. Und die Blattknospen haben schon angefangen, ein bisschen auszutreiben. Die kann man in geringen Mengen auch essen. Aber nur wer keinen empfindlichen Magen hat. Sonst könnte es dazu bisschen Magenkrämpfen kommen. Da werde ich mir jetzt noch ein paar runterholen. Satt wird man natürlich nicht davon, aber durch die Kaubewegung wird man automatisch satt und ein bisschen füllt es den Magen doch. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber ich nehme mir für mich selber jedes Mal aufs Neue vor, wenn ich abends ins Bett gehe, bereite ich mir meine Feuerstelle für den nächsten Tag schon vor. Also Kleinholz herrichten, Kienspan herrichten, aber ich bin da irgendwie so undiszipliniert. Ich abends kann einfach die Batterien leer und dann will ich ins Bett und dann habe ich gar keine große Lust mehr, hier irgendwas vorzubereiten oder aufzuräumen. Und morgens ärgere ich mich dann wieder drüber, dass ich es nicht gemacht habe. Geht's euch auch so oder hab nur ich so einen großen innerlichen Schweinehund? Ich habe da vorne an der Buche so trockene Mini-Rindenstücke gefunden. Also das ist nicht die ganze Rinde, sondern nur die oberste
Schicht und es ist dünn wie Pergament. Ich habe das noch nie ausprobiert, aber vielleicht funktioniert das ja ähnlich gut wie Birkenrinde als Zunder. Feuer machen ganz klassisch mit dem Feuerstahl, dem Messer und Kienholz war zugegebenermaßen ganz lange ein Kampf bei mir. Ich habe da relativ lange gebraucht, bis ich meine Technik heraus hatte und es klappt nach wie vor noch nicht perfekt, aber es wird immer besser. Es ist eine Übungssache. Ich habe mir jetzt angewohnt, bei dem Maya-Stick oder Kienholz kleinere Flocken runterzuschneiden und gleich ganz nah an den zukünftigen Feuerplatz hier ranzugehen, dass die Flocken gleich alle auf einen Haufen fallen. Und ich bin jetzt auch nicht mehr so sparsam mit dem Kienholz. Da kann man dann reduzieren, wenn man wirklich ja, das Ganze perfekt beherrscht. Aber am Anfang, warum sollte man sich da plagen? Und wenn man kein Erfolgserlebnis hat, dann macht das Ganze auch keinen Spaß. Drum lieber einfacher anfangen, sich dann nicht obidur und mit dem minimalsten auskommen. Es ist alles eine Frage der Zeit und irgendwann, wenn man es total gut drauf hat, dann kann man auch wieder reduzieren. Außerdem hat sich bei mir auch bewährt, wenn vorhanden, so ein Rindenstück zu nehmen, darauf das Feuer zu entfachen und dann dieses Rindenstück in die Lagerfeuerstelle reinzuheben. Weil mit der Lagerfeuerstelle, mit den Steinen rundherum, ist man doch von der Bewegung her ein bisschen eingeschränkt und hier kann ich mich einfach frei bewegen und habe Platz, um die nötigen Bewegungen auszuführen. Heute hat es zum Beispiel jetzt wirklich ewig gedauert, bis ich das Feuer zustande bekommen habe. Mein geschundener Daumen war mir da jetzt im Weg, dass ich nicht gescheit beim Feuerstahl abziehen kann. Ja, ist frustrierend. Aber auch bei mir klappt das nicht immer sofort. Und ich finde das auch immer schlimm, wenn sich jemand im Internet so darstellt, als würde alles sofort klappen und alles läuft perfekt. Das motiviert einfach keinen Anfänger, wenn man sieht, da klappt es sofort. Beim ersten Mal abziehen ist das Feuer da. Kann schon sein, dass das viele auch beherrschen. Aber es ist nicht alles so perfekt, wie es im Internet immer ausschaut. Und ihr braucht da nicht frustriert sein, wenn es bei euch bei den ersten paar Male nicht klappt. Ich habe jetzt bestimmt 20 Mal probiert, bis es geklappt hat. Ist so. Also nicht entmutigen lassen, ihr Lieben.
Feuer lasse ich jetzt ausgehen. Ich werde nicht mehr ewig da bleiben. Und wenn ich gehe, möchte ich, dass da gar keine Glutreste mehr übrig sind. Dass da auch ja nichts passieren kann. Was ich euch wirklich empfehlen kann, sind meine neuen Winterschuhe. Das sind Schuhe von Viking. Das ist das Modell Hunter GTX. Vollleder, Gore-Tex. Und hier vorne eine richtig gute Schnürung von oben bis unten. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich richtige Buschkraft-Winterstiefel gefunden habe, die ein ordentliches Profil haben, von der Schafthöhe her auch richtig hoch sind und zudem noch gut verarbeitet sind. Und bin jetzt letztendlich hier bei Viking hängen geblieben. Ich trage die Stiefel jetzt seit dem Winteranfang, also seit November. Und ich bin echt zufrieden. Ich habe einen guten Halt drin. Ich zeige euch später mal noch die Sohle und das Schnürsystem von vorne. Aber ich bin wirklich überzeugt. Sind sehr angenehm zu tragen. Und die Qualität überzeugt mich bis jetzt auch total. Also kann ich nur empfehlen. Also jetzt der Schuh nochmal von vorne. Hier kann man das Schnürsystem erkennen. Man kann da also unterschiedlich fest schnüren, je nachdem, wo der Fuß Bewegungsfreiheit braucht und wo er festsitzen sollte. Ich schnüre das Ganze hier immer noch doppelt, wenn man es erkennen kann, dass ich ja noch nicht so viel Schnurband hier übrig habe. Ja, ist alles sehr robust verarbeitet. Und noch einmal von hinten hier die Sohle. Ihr seht, das ist ein richtig festes, griffiges Profil. Ich habe also keine Befürchtung, dass ich irgendwo ausrutsch oder nicht genügend Halt habe. Und ja, ich genieße es sehr, jetzt so hohe Winterstiefel zu haben, weil bei uns wird zurzeit unglaublich viel Holz gemacht und die Waldwege sind an frostfreien Tagen richtig, richtig matschig. Und ja, da kannst du einfach durchlaufen und du brauchst dir keine Gedanken machen, ob die Kleidung jetzt dreckig wird oder nicht. Dadurch, dass der Schaft so hoch ist, kann ich meine Hose hier auch in den Schuh mit reinstopfen und es bleibt einfach alles sauber. Ich bin zufrieden. In meinem letzten Video wurde ich relativ häufig nach dem Schuh gefragt, darum jetzt eine kurze Vorab-Info. In den nächsten Wochen wird bei mir hier auf Auto Bavaria eine Produktvorstellung über diese Schuhe erscheinen. Wenn du also interessiert bist und dann noch auf der Suche nach guten Winterschuhen bist, dann schau einfach immer wieder mal rein. Die Kombination Schlafsack und die Isomatte hat mich heute Nacht echt überzeugt. Also ich habe wirklich sehr komfortabel geschlafen, habe natürlich nicht gefroren. Wie soll es denn auch anders sein beim Schlafsack, der bis zu minus 30 Grad ausgelegt ist. Ich habe halt eine Nacht einmal kurz aufs Thermometer gelugt. Wenn ich es richtig gesehen habe, dann waren es minus 13 Grad. Das ist natürlich jetzt immer noch keine Temperatur für den Schlafsack. Aber ich denke, in einem anderen Schlafsack wäre es da schon empfindlich kalt geworden. Und die Isomatte hat auch keine Luft verloren heute Nacht. Der Boden hier drunter ist sehr uneben, aber die hat es perfekt ausgeglichen. Ich habe also eine, wenn man es so sagen kann, wunderbare Nacht erlebt. Also ich kann mich echt nicht beklagen. Die Buche hier hat lauter so Baumknubbel. Hier, setzt das. Schaut echt lustig aus, weil die rundherum verteilt sind. Manche Bäume, die solche Knubbel haben, die haben Baumkrebs. Aber bei dem hier ist es ein Wundverschluss. Da war mal ein Ast und der ist abgefallen. Somit ist bei dem Baum eine Wunde entstanden. Und dass da keine Bakterien und Keime eindringen können, wächst hier jetzt die Rinde vom Baum rundherum. Und dadurch entsteht dieser Knubbel. Übrigens aus den Knubbeln von Birken macht man die klassischen Kuxas. Die werden also dann ausgehöhlt. Was ich auch immer wieder beeindruckend finde, ist, wie die Bäume sich hier an den Felswänden mit ihren Wurzeln verankern. Also die stehen da wirklich richtig in der Luft. Da drüben, wenn wir mal rüberschwenken, sieht man, dass das Wurzelwerk schon komplett frei liegt. Ist also nur noch auf der einen Seite verwurzelt. Aber es hält trotzdem noch. Unglaublich. Was ich auch noch nie gesehen habe, diese Buche hier, ist hier unten ganz normal verwurzelt. Und hier oben hat sie so einen richtigen Seitenausläufer gebildet.
wo sie sich am Fels nochmal abstützt. Also das ist keine Wurzel, sondern ja, wie so ein Wurmfortsatz. Hier in den Schluchten ist ein richtiges Spechtparadies. Dadurch, dass die Hänge so unwegsam sind und mit dem Bulldog auch kaum zu erreichen sind, können die Bäume wirklich uralt werden. Und es stehen hier dann wirklich viel tote Bäume rum und auch sehr große Buchen. Hier jetzt nicht, aber oben am Waldrand Buchen und Eichen, die wirklich schon hunderte von Jahren alt sind. Das ist ganz, ganz toll. Sowas sieht man leider nicht oft. Da haben sich die Bäume wirklich ja die Hanglage zu nutzen gemacht. Ich bin echt dankbar dafür, dass wir direkt vor der Haustüre so eine schöne Natur haben und teilweise eben noch richtig Natur belassen. Rucksack ist gepackt, Lara wieder auf den Ursprungszustand zurückversetzt. Ich werde mich jetzt langsam auf den Heimweg machen. Vielleicht habe ich Glück und ich kann die Rehgruppe, die ich vorhin immer wieder gehört habe, oder die Spechte noch ein bisschen mit dem Fernglas beobachten. War toll, wenn ich da noch irgendwas vor die Linse bekommen würde. Ich habe das Eden-Fernglas jetzt das erste Mal dabei. Ich habe das in einer Jägergruppe empfohlen bekommen. Die sollen wohl vom Preis-Leistungs-Verhältnis die eine der besten auf dem Markt sein. Und was die auch auszeichnet, dass die Nachtsichtfähigkeit, also in der Dämmerung, sehr gut ist. Ich habe das beim Spazierengehen schon ein paar Mal getestet. Also bis jetzt bin ich echt überzeugt davon. Jetzt muss ich nur noch was finden, was es wert ist zu beobachten. Vielleicht habe ich Glück. Schauen wir mal. Ich bin jetzt oberhalb von meinem Lagerplatz und wie ihr unten gesehen habt, hängen da ja ein paar Bäume runter, die hier oben umgestürzt sind. Und da sieht man ganz gut, warum. Das hier ist eine Fichte. Und Fichten sind eigentlich Pfahlwurzler. Also die Wurzel geht, ja, wie müsst ihr euch vorstellen, wie eine gelbe Rübe, tief in den Boden. Und das hier sind Flachwurzeln, die ausgebildet wurden. Also eher in die Breite. Und somit hat die Fichte hier natürlich nicht genügend Halt, nicht den Halt, den sie braucht. Fichten sind ja da generell anfällig, dass sie bei Sturm umfallen. Das liegt einfach daran, dass hier drunter dieses Sandgestein ist. Und da kann die Fichte nicht die Wurzeln ausbilden, die sie eigentlich brauchen würde. Also jeder Baum hat da sein eigenes Wurzelsystem, ob Flachwurzel oder Pfahlwurzel. Ja, und deswegen ist diese Fichte hier gestürzt. Das wundert mich jetzt sehr. Ich bin noch keine 100 Meter von meinem Lager weg und hier sieht man frische Spuren, dass hier heute Nacht die Rehe geschlafen haben. Das ist, ja, würde ich mal sagen, ein Beweis dafür, dass ich mich in die Natur hier gut eingegliedert habe. Sonst würden die nicht in so unmittelbarer Nähe von mir schlafen. Die haben es anscheinend gar nicht mitbekommen, dass ich heute Nacht hier war. Eine Frage hätte ich noch an euch. Und zwar, wenn ihr rausgeht, habt ihr für euch schon den persönlichen Bedarf gefunden? Was brauche ich wirklich und was kann ich weglassen? Also bei mir ist es ja so, dass ich, je nachdem, wo ich hingehe, meine Ausrüstung individuell zusammenpacke. Aber gestern zum Beispiel, wie ich meine Ausrüstung gepackt habe, war es mir eigentlich daheim schon zu viel. Ich habe aber jetzt nur das Nötigste mitgenommen. Gut, der Schlafsack macht jetzt natürlich viel aus. Aber sonst von der Ausrüstung habe ich wirklich nicht viel dabei gehabt. Und es war mir zu viel. Aber im Laufe dessen, wie ich draußen war, habe ich schon gemerkt, so ein paar Dinge hätte ich mir noch einpacken können. Wie zum Beispiel, dass ich mir von daheim schon Wasser mitnehme. Im Winter empfiehlt sich da natürlich schon warmes Wasser zum Händewaschen und zum Gesicht waschen. Auch zum abends. Einfach, dass man die ganze Ascheschicht runterbekommt und sauber in den Schlafsack geht. Oder Feuchttücher hätte ich auch mitnehmen können für den Zweck. Also da habe ich noch nicht so das Richtige gefunden, was ich wirklich brauche und was nicht. Oder so Snacks für zwischendurch habe ich auch keine dabei gehabt. Aber es nimmt halt alles Masse weg. Habt ihr da schon das Ideale gefunden, wie viel ihr immer mitnehmt? Oder macht es wie ich, dass ihr dann variiert und dann merkt, okay, das hätte ich jetzt noch gebraucht, beim nächsten Mal packe ich das mit ein. Lasst es mich doch bitte mal wissen und schreibt es mir in die Kommentare unten ein. Ich gehe jetzt nach Hause
und bedanke mich dafür, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben und hier unten drunter einen Kommentar. Wenn du noch kein Abonnent bist, würde es mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du mir hier dauerhaft auf YouTube folgen magst.